Unser nächster Beitrag kommt aus Innsbruck, wo an der dortigen Universität das Österreichische College ein wissenschaftliches Seminar unter dem Generalthema Wissenschaft und Besinnung, Theorie und Praxis abhält. Das heurige Generalthema lautet Wissenschaft und Besinnung, Theorie und Praxis. Herr Köchler, wie ist dieses Generalthema zustande gekommen? Im Verlauf der Arbeitsgemeinschaft des letzten Semesters haben wir uns vor allem bemüht um eine Erörterung der wissenschaftstheoretischen Grundsatzfragen der Einzelwissenschaften und deren Beziehung zur Philosophie. Nun hat sich uns in einer notwendigen Erweiterung dieser Thematik die Theorie-Praxis-Problematik ergeben. Wir wollten also das Phänomen Wissenschaft als ein Phänomen sozialer Bedingtheit und lebensweltlicher Konstitution begreifen. Was wollen Sie mit einem solchen wissenschaftlichen Seminar überhaupt erreichen? Einerseits kommt es uns darauf an, eine erkenntnistheoretische Fundierung der Einzelwissenschaften zu erarbeiten. Andererseits aber gibt es hier noch eine zweite, sehr wesentliche Komponente, die mancher Wissenschaftler vielleicht nur als eine genetische Zusatzbedingung ansehen würde. Das ist eben die sozialpolitische oder auch sozialethische Bemühung um einen Dialog zwischen verschiedenen weltanschaulich-politischen Positionen der Praxis. Ich glaube, dass das nur aufgrund einer rationalen wissenschaftlichen Kritik möglich ist. Das wirkt sich ja auch in der Liste der Referenten aus. Ich sehe hier also Minister der derzeitigen Regierung genauso wie Minister der vorhergegangenen Regierung. Ich glaube, dass wenn diese Vermittlung von Theorie und Praxis, die wir anstreben, einigermaßen effektiv und auch heute glaubwürdig sein soll, gerade von Seiten der Praxis ein genauso wesentlicher Beitrag wie seitens der Wissenschaft geleistet werden muss. Und es ist mir darauf besonders angekommen, von verschiedenen politischen und weltanschaulichen Richtungen Repräsentanten zu Vorträgen zu gewinnen. Das ist dann also auch die konkrete Durchführung unseres Bemühens um einen Dialog und rationale Kritik. Sollen nun diese Politiker oder die Professoren oder sollen die Studenten, die zuhören, einen Nutzen aus diesem wissenschaftlichen Seminar ziehen? Ich würde sagen, dass man vielleicht eine solche Alternative recht eigentlich bei unserer College-Arbeit nach deren Intentionen, die sich in den letzten Jahren für uns ergeben haben, nicht stellen bzw. formulieren kann. Einerseits ist es natürlich für die Politik sehr bedeutsam, dass seitens der Wissenschaft rationale Entscheidungskonzepte entworfen werden, Entscheidungshilfen also. Andererseits erhält die Wissenschaft gerade durch diese Konfrontation mit den konkreten Problemen der Praxis eine wertvolle Bereicherung. Sie wird hineingestellt in einen unmittelbaren sozialen Horizont. Und ich glaube, dass die Studenten, die hier auch ganz besonders in unserem Seminar mitwirken, vor allem eine wesentliche kritische Funktion in der Diskussion auch haben.